Da ist eine Straße. Die sehen wir uns an. Was ist los? Scheiße, Trinity. Runter. Verdammt. Truck steckt fest. Das sehe ich. Was machen wir dagegen? Los, mir nach. Woher soll ich das denn wissen? Was machst du da? Zurück. Verstecken. Du bist doch der Logistiktyp, oder? Ich bin nicht auf eine verfaulte Brücke gefahren. Anhalten! Ich hab sie. Warte, das sind Verbündete. Jemand aber halt die Augen nachsehen. Auf. Ich mach schon. Hier abstellen. Es darf niemand durchkommen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Wann wurde das Ding zum letzten Mal gewartet? Überall Rost. Lass dich nicht ablenken, Mendes. Wonach suchen wir hier? Nach allem, was sich bewegt. Und was sich nicht bewegt. Haben Sie die Reliquie immer noch nicht? Ich würde sie zu gern finden. Ich nicht. Warum nicht? Du wärst ein Held. Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Nein, danke. Da halte ich lieber nach Feinden Ausschau. Weniger reden, mehr aufpassen, meine Herren. Steht sofort auf. Ja, Sir. Was macht dein Team gerade? Ich sehe nach. Wir zahlen nicht für Sightseeing. Wir müssen verschwinden. Ja. Wir kennen den Haupttempel. Jetzt suchen wir kleinere Ruinen, die Warte. Wir bisher übersehen haben. Okay. Da drin ist alles verklemmt. Ich fürchte, wenn wir ihn bewegen, war es das. Wir werden die Brücke verstärken müssen. Warum hast du die Brücke nicht überprüft? Oh, wir haben die Brücke bestimmt vorher überprüft. Leck mich. Steh nicht völlig gerade. Wir könnten ihn rausziehen. Okay, vielleicht. Lass mich mal nachdenken. Die schaffen wir. Also gut. Du gehst nach links. Die übernehme ich. Was in Gottes? Versteck dich. Dave? Sammy? Diese Typen. Sie sollten zuerst die Brücke prüfen. So ein Drecks. Dave? Sammy? Oh nein, das kannst du dir abschwingen! Leck mich! Halt! Danke. Bist du okay? Ja, nimm das. Hoffentlich waren das die letzten. Knapp. Ja. Wie kommen die hierher? Keine Ahnung.
Arm juckt total. Das heißt, er verheilt. Ich glaube, es war besser, als er verletzt war. Oh, ich weiß. Ich will gar nicht an meinen Rücken denken. Das war's. Schon, gehen wir. Eine Idee, was die Zwillinge sein können? Das kann alles sein. Zwei Denkmäler oder Berge oder Flüsse. Ich nehme an, wenn wir es sehen, wissen wir es. Ja. Da unten sind Leute. Hoffentlich freundlich. Du übernimmst das Reden. Weißt du, wo wir in der Nähe die Nacht verbringen könnten? Wie seid ihr so tief in den Dschungel geraten? Habt ihr eure Reisegruppe verloren? Nein. Vor euch waren schon ein paar Leute hier. Die haben nach Ruinen gesucht. Gehört ihr zu denen? Trinity. Definitiv nicht. Ah, ich brauche eh eine Pause. Kommt mit. Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Man kann nicht genug aufpassen. Noch übrigens, ich bin Jonah. Abby. Laura. Kommt rein, setzt euch. Carlos, drei. Also, was genau wollt ihr denn hier? Tja, wir sind abgestürzt, als wir ein Rätsel lösen wollten. Mit dem Flugzeug? Ja. Und ihr habt das unverletzt überstanden? Naja, wir sind ziemlich tief geflogen. Wir sind auf der Suche nach Maya-Ruinen. Maya. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid. Ja. Ja, lange Geschichte. Oh. Danke. Tja. Du siehst nicht unbedingt wie ein typischer Archäologe aus. Oh, sie ist die Archäologin. Ich bin nur der Koch. Ach, echt? Ja. Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist hier eine Spezialität? Nein, außer die wachsen im Dschungel. Hast du etwa unsere berühmten Fischbäume nicht gesehen? Naja. Wo habt ihr das her? Mexiko. Mhm. Wieso? Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Wo? Hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Aber klar, doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Hm. Oh, ach, wieso ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Bist du sicher? Ich habe dir einen freien Tag versprochen. Ich wäre ja blöd, wenn ich das ablehne. Viel Spaß. Ja, auch. Wie wär's mit einem Handel? Oh. Ah, hallo. Gehörst du zu dem Ausgrabungsteam? Nein, nur auf der Durchreise. Okay. Wenn du was brauchst, der Markt ist in der Ortsmitte, damit du alles hast für die Weiterreise. Danke. Gern geschehen. Omar, Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Und? Dafür werden Sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Es ist Scheiße, nein. Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel sehen. Was ist das? Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Sie gerne,
Jonah, hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut, sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich bin gleich da, Lara. Hey, das sieht von außen viel größer aus. Was hast du gemacht? Jonah, sieh mal. X-Chell und Chuck-Chell. Die Zwillinge werden wieder vereint. Was ist? Lara! Was? Nichts kaputt machen, hat Abby gesagt. Ich mach nichts kaputt. Ich restauriere das Original. Das sollte wohl jemand verstecken. Die Zwillinge werden wieder vereint, bevor sie dem Pfad der Lebenden folgen. Das wurde manipuliert. Genau wie das Ding in Mexiko. Das muss ein Hinweis auf den Tempel des Lebens sein. Geh, ich warte hier. Vielleicht finde ich noch mehr. Klingt gut. Ist schon da und sie sprengen sich den Weg frei. Ich versuche ihnen zu folgen. Die Drohnen waren unerwartet schwer und scharf, aber das Boot ist okay. Gut, dass du da bist. Wir haben ein Problem. Der Generator schon wieder? Bin dabei. Einige Unterwasserdrohnen. Operation Einsamer Wolf läuft. Drohnen genau so.
Ja, hier ist eine Trinity-Basis. Hey, Jonah, was ist hier passiert? Ich sagte, nichts kaputt machen. Abby, ich kann's erklären. Ich melde mich wieder, Lara. Mach bloß keinen Blödsinn. Gott sei Dank. Das Dorf wurde kaum vom Sturm getroffen. Das Epizentrum war näher am Flugzeug. Aber es hätte deutlich schlimmer kommen können. Was habe ich getan? Was, wenn das Erdbeben hier auftritt? Hunderte Menschen werden sterben. Ich muss einen Weg finden, das zu verhindern. Commander Rourke den Bereich halten will. Keiner darf rein oder raus. Das weiß ich, du Klugscheißer. Aber warum? Das übersteigt meine Besoldung. Vielleicht kann uns nachher das Aufklärungsteam etwas mehr sagen. Porvenir, hier ist Commander Rourke. Ist die Abriegelung erfolgt? Es ist fast geschafft. Alle Zugangspunkte und die meisten Barrikaden sind fertig. Fast ist nicht gut genug. Sichert den Bereich sofort und sorgt dafür, dass alles dicht ist. Ja, Sir. Mann am Boden! Wartet. Alles klar. Irgendwas stimmt nicht. Ja. Es alleine machen. Okay, das Gebiet ist abgeriegelt. Jetzt müssen wir auf das Aufklärungsteam warten. Findest du das nicht etwas merkwürdig? Es gab unten ein Problem, aber wir schützen uns gegen eine Bedrohung von oben. Alles wie gewohnt. Falls doch etwas schieflaufen sollte, könnte es fast alles sein. Wir kontrollieren auch den Tempel. Ich weiß nicht. Erst hatten wir Alarmstufe Gelb in einem bekannten Bereich und jetzt haben wir überall Rot. Wir haben auf alles überreagiert, seit dieser Sturm getobt hat. Prüfung läuft. Wir erleiden Verluste. Verstanden. Wir finden raus, wer das war. Ich muss rausfinden, was hier läuft. Ja. Mann am Boden. Wir werden den Mörder finden. Wir erleiden Verluste. Bei den Göttern. Ich muss... Jonah, Commander Rourke ist hier in Peru. Er hat Trinity befohlen, eine Ausgrabungsstätte unter einer alten Ölquelle abzuriegeln. Willst du es überprüfen? Ja, ich werde nachsehen, was sie gefunden haben. Rourke war dabei, als Dominguez in Cozumel den Dolch genommen hat. Sie müssen herausgefunden haben, was der nächste Schritt ist, um die verborgene Stadt zu finden.
Hier hat ein Blutbad stattgefunden. Was ist passiert? Tempel. Ich glaube, wir haben hier auch was. Einige Zahlen. Ich überprüfe das. Die Zahlen auf den Säulen scheinen Anfänge von Daten zu sein. X-Cellist links, Chuck-Cellist rechts. Die Türen öffnen, um mehr Symbole zu finden. Charge complete. Hey Jonah, geht's voran? Ein unvollständiges Datum. Darstellung von Chuck-Chell. Ich habe hier zwei Daten und X-Chell. Das linke Datum kenne ich irgendwoher. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Hey Jonah, geht's voran? Ein unvollständiges Datum und eine Darstellung von Chuck-Chell. Ich habe hier zwei Daten und X-Chell. Das linke Datum kenne ich irgendwoher. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis.
In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen. Um die verborgene Stadt zu finden, musst du am Ufer nach Süden gehen, bis du den Ruf... Dieser Stern ist Alphard, der Alleinstehende. Unsere Heldin hat Jahre gebraucht, um diese Karte zu erstellen. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt... Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine 0. Die letzte Zahl auf der linken Säule müsste eine 0 sein. Okay, Jonah. Was ist die letzte Zahl für Chuck Chell? Margaret.
rechte Linie mit zwei Punkten darüber. 7, oder? Danke. Hier ist eine Wandmalerei. Es stellt offenbar etwas wie eine Reise dar. Dem Zugang durch ein Jaguarmaul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges. Aha. Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf. Okay, das meiste davon sagt mir nichts, aber ich weiß, wo das Jaguarmaul ist. Wirklich? Ja, Katzenskulptur, große Zähne. Oh, er ist zurück. Lara, bist du okay? Ja, ich gehe zurück. Gut. Das hier wird dir gefallen. Interessant. Tut mir leid. Hat sonst jemand geschafft? Keine Ahnung. Basislager? Ihr Omikron-Team. Wir wurden angegriffen. Basislager, komm! Irgendwas? Ruhe. Ich muss was hören. Ich kann noch... Oh Gott. Sie sind hier! Wovor haben die so viel Angst? Scheiße, ich habe mein Funkgerät verloren. Ah!
Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Was ist das? Wir müssen einfach nur warten, bis die Verstärkung eintrifft. Was für Kreaturen? Es muss einen Weg hier raus geben. Vielleicht in der Richtung, wo sie herkamen. Überall Leichen. Die Kreaturen haben sie getötet. Aber warum? Jonah, Abby. Hey, Lara? Ich habe was gesehen. Trinity wird gejagt von irgendeiner Kreatur. Was? Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Lara, das klingt wie die Legende von den Pishnakos. Soll das ein Witz sein? Nein, ich weiß, was ich gesehen habe. Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Thank you.